Hallo und willkommen zurück zu EverQuest 2. Wir befinden uns hier im Hafen von Kainos. Wir hatten ja in der letzten Folge mehr oder weniger verzweifelt gesucht, unsere Rüstung zu reparieren. Das ist mir jetzt gelungen. Allerdings nicht hier, sondern in Nord-Kainos habe ich dann doch letztendlich einen Schmied gefunden. Und wir waren ganz in der Nähe von ihm, haben ihn dann aber doch nicht gesehen gehabt. Aber wie gesagt, in Nord-Kainos ist einer. Gut, damit wäre unsere Aufgabe eigentlich erledigt und wir könnten wieder zurück zum düsteren Gewirr, dort unsere Quests weitermachen. Will ich aber momentan noch nicht, denn wir haben ja jetzt gerade in der letzten Folge gesehen, einige Stadtteile hier in Kainos sind geschlossen worden. Da gab es so Stadtteile wie Schloss Blickweiler, der Weidenwald, Baubelaue und so weiter. Gerade um den Weidenwald ist es ein bisschen schade, das war nämlich früher immer so ein Ort, wo sich ganze Menge Spieler getroffen haben, auch heute noch relativ gut besucht gewesen. Aber das ist jetzt alles zu. Und wir, oder beziehungsweise ich, würde jetzt gern mal wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Warum ist hier alles geschlossen? Und da gehen wir einfach mal zu diesem Abgesandten. Da vorne steht nämlich einer, ein Abgesandter von der Antonia Bale, das ist die Königin hier in Kainos. Der hat uns bestimmt da ein bisschen was dazu zu sagen. Der müsste jetzt hier gleich auftauchen, wenn wir nach rechts gehen. Ja, da vorne, der Kerl mit der Feder über den Kopf. Das ist der Abgesandte und den werden wir jetzt einfach mal ansprechen. Well met. Ah, Astral, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich habe auf euch gewartet. Hallo, Murasha, ich hoffe, es geht euch gut. Danke, es geht mir sehr gut und es freut mich, dass es euch auch gut geht. Willkommen in Kainos, der Stadt des Lichts und des Leuchtfeuers der Hoffnung auf Norad. Ihr seht es schon, ich werde zumindest bei diesem NPC alle Texte vorlesen, damit ich auch mal so ein bisschen von der Story kapiere, denn ich würde ja schon gern wissen, was hier in Kainos eigentlich passiert ist. Das war ja jetzt ein Patch, der kam vor einigen Wochen raus und der war ziemlich groß, der hatte über 1 GB gehabt. Und deswegen, da muss man doch mal gucken, was sich da eigentlich geändert hat. So, weiter geht's. Wenn ich mich nicht täusche, hat es in der Stadt einige Veränderungen gegeben. Das ist richtig. Königin Antonia hat befohlen, dass überall in der Stadt einige Arbeiten vorgenommen werden, hauptsächlich um Probleme mit veralteten Strukturen zu beseitigen und grundlegende Verbesserungen durchzuführen. Ich verstehe. Scheinbar recht viele Arbeiten. Hat Kainos das Geld, diese Veränderungen vorzunehmen? Die Königin hat das meiste aus ihrer eigenen Tasche bezahlt. Sie hat den Zirkel der 10 um mehr Unterstützung gebeten, weil es noch viel Arbeit zu tun gibt, besonders an den Festungsmauern und den Häfen. Leider stimmen nicht alle mit ihr darin überein, dass die Arbeiten notwendig sind. In der Bürokratie gefangen, was? Man sollte meinen, als Königin könnte sie ihnen einfach befehlen, ihr zu geben, was sie benötigt. Das könnte sie wohl, doch Königin Antonia glaubt an das Recht und zieht es vor, so weit wie möglich innerhalb ziviler Leitlinien zu handeln. Sie macht ihr Hoheitsrecht nur geltend, wenn sie der Meinung ist, dass es für die Sicherheit Kainos und seine Bürger von entscheidender Wichtigkeit ist. Wann ist das geschehen? Vielleicht habt ihr von unserer Verbindung mit dem neuen Vereinten Reich gehört. Das war Königin Antonias alleinige Entscheidung. Sie hat den Zirkel der 10 nicht konsultiert, bevor sie Lukans Bedingungen zugestimmt hat und der Allianz beigetreten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit dieser Entscheidung beliebt gemacht hat, besonders da Kainos Ressourcen für das Vereinte Reich abgestellt werden. Im Allgemeinen genießt die Königin die Unterstützung der Bürger von Kainos und sie tut ihr Möglichstes, um ihnen zu helfen, selbst in schweren Zeiten wie diesen. Manchmal können ihre Entscheidungen zu Unzufriedenheit führen, doch das nimmt sie in Kauf. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ihr euch selbst einen Eindruck über ihr Ansehen verschafft. Wie meint ihr das? Sprecht mit ein paar Leuten in der Stadt. Hier, ich gebe euch einige Namen. Findet heraus, was sie zu sagen haben und kommt dann zu mir zurück. Okay. Und damit haben wir eine neue Quest bekommen. Ich habe mich mit Murasha, dem Gesandten von Königin Antonia Bale, getroffen. Er hat gesagt, Kainos ist zwar stark, doch es ist eine Stadt, die Helden braucht. Er hat mich gebeten, mit einigen Bürgern aus Kainos zu sprechen, um einen Eindruck von der allgemeinen Stimmung der Stadt zu bekommen. Das nehmen wir mal an. So, das taucht hier auf. Ich würde sagen, ich tue die anderen Quests mal deaktivieren, dass wir ein bisschen mehr Ordnung haben hier. So, und so. Gut. Sprecht mit Talit im Ruf zu den Waffenladen in Nord-Kainos. Sprecht mit Mushev in der Nähe des Concordiumsturms in Süd-Kainos. Und sprecht mit, wie heißt es, Olvene in der Nähe der Uhr von Ak-Anon im Hafen von Kainos. Die Uhr von Ak-Anon.
Okay, ich würde sagen, als erstes nehmen wir mal hier unseren Raptor. Jetzt gucken wir mal, ob hier im Hafen irgendwo eine Uhr ist. Also ich habe da jetzt eigentlich gar keine Ahnung. Und ich frage mich auch, wo diese wunderschöne Hintergrundmelodie ist, die da vorhin noch rumgedudelt ist. Scheinbar auch verschwunden. Ich fühle mich immer so ein bisschen als Alleinunterhalter, wenn keine Musik läuft. Deswegen macht doch bitte die Musik an. Also, ich meine nicht euch, ich meine hier die Programmierer. Ich will Musik hören. So, wo haben wir denn? Da ist eine Uhr. Da ist eine Uhr, das zoomen wir mal raus hier. Und da ist auch was zum Abgeben. Olvene Ketterschuss. Zoomen wir mal ein bisschen ran, die ist nicht allzu groß, die gute. Da müssen wir ganz schön runtergucken. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Seid gegrüßt. Hallo. So. Ich klicke das durch. Okay, die war jetzt, soweit ich das richtig gesehen habe, eher positiv angetan von der Königin Antonia Bale. Jetzt müssen wir noch sprechen mit Talit im Ruf zu den Waffenladen in Nordkenos. Okay, dann gehen wir hier mal schön nach Norden. Was ist das denn hier eigentlich? Hallo. Bevor es mich da wieder wegportet, eh. Der Ruf. Ach du Scheiße. Holy crap, was habe ich getan? Betreten der Spielwelt als Astral. Rast des Streiters. Oh mein Gott, ich bin wieder so in einer abgekackten Arena. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Ich will hier wieder raus, Mann. So, da gibt es nämlich hier ordentlich was zu tun. Das dauert eine lange Weile. Wir waren hier schon mal in der ersten Staffel, glaube ich. Da haben wir hier schon mal einen Blick reingeworfen. Ich hatte mich danach sogar erkundigt gehabt, was man hier tun muss. Man muss hier einige Quests erledigen. Und dann kann man da irgendwie kämpfen oder so. Keine Ahnung. Aber die Frage ist ja natürlich jetzt, wie komme ich denn hier eigentlich wieder zurück, ne? Alter, jetzt bin ich da reingebeamt worden. Ich wollte doch nur gucken. Ach, nach Hause reisen. Okay, größer geht's nicht mehr. Krühe hat es fast gar nicht gesehen. Wir reisen wieder nach Hause. Hier will ich gar nicht hin. Das ist also so eine Arena. Okay. Warum dauert das jetzt so lang? Hallo, ich hab's doch angeklickt. Ich will nach Hause. Aber man will mich scheinbar nicht nach Hause beamen. Doch. Keine Ahnung, warum das so lange dauert. Soll mir recht sein, wir können ja eigentlich schon mal auf unseren Ping gucken. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Zeichen, dass der Ping gerade besonders schlecht ist. Ich weiß es nicht. So, das hat eben gebrummt. Da hat mein Handy wohl eine neue E-Mail bekommen. Das liegt hier daneben, direkt daneben, weil ich meine Frau nämlich von einem Fest abholen muss. Und deswegen, damit ich das nicht verpasse und meine Frau nicht böse mit mir ist, habe ich mein Handy mal ausnahmsweise während einer Aufnahme neben mich gelegt. Aber nur mal das am Rande. Okay, wir müssen nach Nordkenos, ne? Genau, zu Talit, im Ruf zu den Waffenladen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wo sind wir denn hier? Nach Grausteinhof. Nee, da geht's doch wieder nicht weiter. Dann gehen wir doch zu der Glocke am Hafen. Da kommen wir auf jeden Fall nach Nordkenos. Wenn wir hier diese Straße weiterlaufen, kommen wir nach Südkenos. Da müssen wir dann später auch noch hin. Hätten wir jetzt auch zuerst hingehen können. Ist ja auch völlig Wurst. Wir gehen hier nach Norden. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Laden ist. Aber wir haben ja den Vorteil, dass es auf der Karte angezeigt wird. Zumindest, wenn wir in der Nähe sind. Allzu viele Läden gibt es ja hier gar nicht. Und da haben wir endlich auch wieder schöne Musik. Ich liebe diesen Soundtrack. Gut, bevor ich da jetzt wieder sinnlos durch die Gegend renne, können wir auch mal immer mit einem Auge da oben links auf der Karte bleiben. Dass wir das sehen, wenn wir in die Nähe kommen. Wo ist denn der Laden? Ich bin gerade am Überlegen, wo es denn hier Geschäfte gibt. Das hier ist so ein Handwerks-allerlei-Zeugs. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Laden sein, der gemeint ist. Obwohl, doch, da leuchtet es doch. Ach, weil da dieser blöde blaue Punkt leuchtet, habe ich es gar nicht gesehen. Dann ist er also doch da drin. Ich zoome mal ran hier. Ja, der müsste doch da drin sein. Und wir steigen mal von dem Raptor ab. Das schickt sich ja sowieso nicht, wenn wir hier mit dem Raptor die ganze Zeit da durchlaufen. Ah, da ist er schon. Talit, altes Haus. Hallo. So, ah ja, die Arbeit am Palast. Großartig, dass er jetzt viel besser aussieht. Ganz großartig. Blablablub. Oh, natürlich, aber seht es euch doch an.
Die meiste Arbeit wurde am Palast ausgeführt. Diejenigen, die über uns stehen, kümmern sich zuerst um sich selbst. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit, mein lieber Mann. Wurden nicht auch Arbeiten an den Mauern der Stadt vorgenommen? Ja, ein paar. Aber das ist nichts im Vergleich zum Palast. Es ist genau, wie ich gesagt habe. Die Königin kümmert sich um sich selbst. Also, der erste NPC, mit dem wir gesprochen haben, der war ja ziemlich begeistert. Aber der gute Talit, der ist wohl noch nicht so ganz begeistert davon. Naja. Aber mal ganz davon abgesehen, das kennen wir doch von der Wirklichkeit, dass da, wo die Chefs sitzen, da ist es auch immer am schönsten. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, Chef zu werden. Dieses Vorhaben habe ich nun jetzt schon seit fast 20 Jahren. Es ist mir bisher noch nicht gelungen. Das auch nur mal so am Rande. Okay, wir müssen nach Südkenos. Unser letzter NPC, mit dem wir reden müssen. Zumindest jetzt erstmal. So, dann nehmen wir hier wieder diese Glocke und gehen nach Südkenos. Und wo soll er sich befinden? Im Konkordiumsturm. Oder in der Nähe vom Konkordiumsturm. Das ist wohl wahrscheinlich einfach der Magierturm damit gemeint. So, und der Magierturm, der ist wo? Da hinten ist er. Wir springen jetzt einfach ins Wasser und dann sind wir auch schon fast dort. Ich habe übrigens die Grafik ein kleines bisschen runtergedreht, also es tut mir leid. Es läuft da ein bisschen flüssiger. Später, wenn wir wieder rausgehen zum Leveln, zum Questen, da können wir die Grafik wieder höher einstellen. Aber hier in Kenos ist es doch dann ein bisschen ruckelig mit der hohen Grafikeinstellung. Gut. Hier in der Nähe, das ist der Turm. Sieht ziemlich cool aus, ne? Also ich finde ihn irgendwie geil. Da soll der NPC sein. Beziehungsweise da hinten leuchtet es doch schon wieder blau. Da muss er sein. Einfach hier weiter. Da ist er. Da sei ja Mushef al-Neki. Damit wären sie irgendwann im ältesten Zeitalter verschwunden. Oh, entschuldigt bitte. Braucht ihr etwas Bestimmtes? Das scheint ein seltsamer Ort zum Studieren zu sein. In der Tat, und man wird ständig unterbrochen. Aber da ich nicht mehr zu meinen Studien gelangen kann, ist dieser Ort so gut wie jeder andere. Warum konntet ihr nicht mehr dorthin gelangen? Wegen des Aufruhrs in der Gemeinde Sternenkrone. Zurzeit ist dort niemand sicher. Wenn ich es mir genau überlege, ist im Moment keines der kleineren Mondgebiete ein angenehmer Ort. Ich verstehe, was ist geschehen? Wo seid ihr denn gewesen? Man hört überall die Gerüchte. Überall. Getuschel über Knolle im Weidenwald, über dimensionale Portale in der Baublaue, über den Wahnsinn im Grausteinhof. Um nur einige zu erwähnen, bei all dem Frieden und der Freiheit ist Kenos im Augenblick ein unwirtlicher Ort zum Leben. Wie ist das passiert? Oh, das weiß ich nicht genau. Ich will nur, dass sich die Königin darum kümmert. Ich weiß, dass sie im Augenblick viele Sorgen hat, doch sie muss sich auf die Stadt und ihre Probleme konzentrieren. Wenn sie es nicht tut, wird sie vielleicht zusehen müssen, wie die Leute ihre Sachen packen und die Stadt verlassen, um an einen sicheren Ort zu leben. Ich sollte mich auf den Weg machen, vielen Dank. Okay, ich habe jetzt gedacht, diese ganzen kleinen Städte, die wären geschlossen wegen diesen Renovierungsarbeiten, aber scheinbar fliegen da die Fetzen in diesen Städten. Ich bin gespannt, ob wir da vielleicht doch noch zu einer reinkommen und da mal gucken können, was da jetzt wirklich los ist momentan. Okay, die Frage ist jetzt nur, wie komme ich denn jetzt am besten von hier aus zum Hafen? Ach, wir nehmen einfach wieder die Glocke. Da gehen wir hier wieder zurück, springen da vorne wieder ins Wasser und ab dafür. So, es ist auch gerade wieder dunkel geworden hier. Während ich da so sinnlos die ganze Zeit rede. Norazeit, 4:39, das heißt, es ist schon eine ganze Weile dunkel. Das habe ich gar nicht gemerkt vor lauter Aufregung. Ach, es ist heute wieder eine schöne Folge. Okay, nein. Wir müssen zurück zum Kenos-Hafen und da nochmal mit Murashah reden. Der gibt uns dann hoffentlich eine weitere Aufgabe. Ich bin auch gespannt, was er dazu sagt, zu den Kommentaren der Bewohner hier in Kenos. So, falsch. Kenos-Hafen wollen wir genau dahin. Und da sind wir auch schon wieder angekommen. Okay. Hoffentlich hat er sich nicht ins Bett gelegt. Aber ich denke, der wird Tag und Nacht dastehen. So, da vorne ist er. So, mein Lieber, ich habe mit allen gesprochen.
Willkommen zurück, Astral. Wie sind eure Gespräche verlaufen? Ich glaube, sie sind gut verlaufen. Es ist seltsam, es gibt hier sehr große Meinungsunterschiede, oder? Ja, darum wollte ich, dass ihr mit diesen drei Personen sprecht. Ich habe viele Leute über die Königin und Kenos reden hören und ich verstehe, wie diese Bürger zu ihrer Meinung gelangt sind. Aber diejenigen, die sagen, dass die Königin nicht versucht, der Stadt zu helfen, haben Unrecht. Sie arbeitet unermüdlich, um allen in Kenos zu helfen. Ein Bürger hat Probleme in den verschiedenen Wohngebieten der Stadt erwähnt. Was unternimmt die Königin, um zu helfen? Königin Antonia versucht ihr Möglichstes, um zu helfen. Leider ist die Situation in jedem Wohngebiet einzigartig und würde jeweils die volle Aufmerksamkeit der Wachen erfordern. Es ist beunruhigend, dass all diese Probleme auf einmal auftreten, aus mehreren Gründen. Vielleicht, wenn ihr wollt, trefft euch doch mit Harkam Raustee, ein der Nähe der Baubelauer. Er versucht, Flüchtlingen von dort aus zu helfen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden. Findet heraus, ob ihr etwas für ihn tun könnt. Na gut, das machen wir. Sprecht mit Harkam Raustee in der Nähe der Baubelauer. So, natürlich jetzt die Frage, wie kommt man denn in die Nähe der Baubelauer? Ich weiß es nämlich nicht mehr auswendig. Früher bin ich nämlich immer mit der Glocke dahin gefahren. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass wir auch in die Baubelauer reinkommen und mal sehen, was da so los ist in den Orten. Also, macht's gut, bis dann.